und dann kommt da wahrscheinlich auch die Außenverkleidung mit dazu. Hallo liebe Klemmbaustein-Fans, willkommen zu einer Premiere auf unserem Kanal Klemmbaustein Customs. Kader hat es nach Europa geschafft. Es gibt einige Sets, die jetzt offiziell erhältlich sind. Und das heißt für mich, ich kann nicht mehr weglaufen. Ich muss ran und meine liebste Art der Steine, Technik, aufbauen. Ich bin trotzdem sehr gespannt, denn das, was ich an Kader-Sets gesehen habe, gibt es ja einige, wie gesagt, nicht nur diesen Kipplaster hier, sieht schon sehr spannend aus. Und fernsteuerte Autos waren früher eigentlich immer ein Hit. Hier mit ein bisschen mehr Funktionalität als einfach nur durch die Gegend fahren, könnte es mich vielleicht doch überzeugen. Ich bin gespannt, um einen bekannten YouTuber zu zitieren. Hier haben wir den Kipplaster. Den habe ich mir mal ausgesucht, denn die Jungs spielen auch gerne mit Baustellenfahrzeugen und hier was richtig abkippen. Wir haben so einen kleinen Lego-Technik-Kipplaster. Da kommt der natürlich besonders gut an. Nichtsdestotrotz, Leon weiß gar nicht, welches Set ich als erstes aufbauen soll, aber mit dem Kipplaster wird er bestimmt zufrieden sein. So, C51017W ist die Nummer des guten Stücks. Ist remote controlled, klar, ab 6 Jahren geeignet, Batteries und USB-Aufladegerät sind dabei. 638 Teile. Das wird eine kleine Herausforderung für mich. Genau. Hightech Construction Block System von Kader. Der gute Johnny hat ja von seinem Besuch berichtet. Eine kleine Firma, die aber anscheinend, ich habe es ja selber noch nicht getestet, sehr gute Produkte herstellt. Genau. Ist vielleicht noch erwähnenswert, hier steht sowas von Steam. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit dem Software-Service, sondern Steam steht in dem Fall für Science, Technology, Engineering, Art und Mathematics. Diese 5 Punkte werden wohl durch diese Sets näher gebracht und sie sind dafür gedacht, auch in Studien oder halt in Vorlesungen dann im Bereich Engineering, was auch immer, Anwendung zu finden. Denn hier steht, dass die helfen können, dem Teacher, also dem Lehrer, die Studenten zu ermutigen, diese 5 Disziplinen, eben Wissenschaft, Technologie, Entwicklung, Mathematik und Kunst, näher zu bringen. Und das in einem exciting und interesting way. Also aufregend und interessant. Ich bin selber ein kleiner Wissenschaftler. Schauen wir mal, wie mich das Ganze begeistern kann. So, also, ich rede die ganze Zeit drumherum. Ich möchte eigentlich nicht anfangen, weil ich weiß, wie das, wie mich das so wurmt, die Technik. Ich habe ja die kleinen Sets aufgebaut, diese Rückziehmotoren, aber ja, ich denke mal, wenn ihr das Video jetzt seht, dann haben wir auch schon den Livestream hinter uns, wo wir auch kleine Rückziehautos von Kader aufgebaut haben. Und hiermit übe ich jetzt quasi schon mal. Lass mal das Messer einfach mal da liegen, falls ich es nachher noch brauche. So, packen wir das gute Stück mal aus. Also der Karton sieht schon sehr gut aus. Oh. So rum. Oha. Oha. Hier ist was los. Stell mal den mal ehrfürchtig, furchtdings da. Brr, beiseite. Technikteile, Technikteile, Technikteile. Blaue Pins. Noch mehr Technikteile. Schwarze Pins. Noch mehr Technik und dann haben wir hier Reifen. Jetzt gucken wir uns gleich alles noch mal von oben genauer an. Ja. Hier ist das ganze Batteriepack, Aufladegerät, Felgen, Importierhinweise, Aufkleber gibt es leider auch, die Anleitung und hier drüben Fernsteuerung und der ganze Motorblock. Der ist jetzt hier extra noch mal gesichert. Den hole ich gleich da mal raus und wie gesagt, dann gucken wir uns das alles von oben an. Also, ich werde nicht lange fackeln. Ja, ich verstecke mich jetzt nicht mehr. Es geht jetzt los. So, die ganzen Teile sind ausgebreitet. Ihr seht es jetzt nicht in voller Pracht, aber der ganze Tisch ist voll.
Es sind vieles, so die üblichen Technikteile, würde ich jetzt mal behaupten, was man eben so kennt von Technik. Ganz klar natürlich die Pins und hier die Kleinteile. Auch wenn ich nicht der Technikexperte bin, brauche ich die jetzt nicht besonders hervorheben. Gucken wir uns einfach nochmal kurz die Reifen an. Die sind natürlich schön groß. Bin mal gespannt, ob man damit auch ein bisschen durchs unebene Gelände kommt. Dann hier die Felgen. Und ich warne euch gleich vor, falls ich mal irgendwas irgendwie falsch bezeichne, habt Nachsehen mit mir, denn das hier ist im Endeffekt komplettes Neuland für mich. Es gibt auch ein kleines Deko-Lenkrad. Dann haben wir hier tatsächlich eine Fliese in Rund. Übliches Klemmbausteinteil. Und hier drüben sind dann gerade so die Teile, würde ich mal sagen, für den, ja, für die Abkipp. Hier ein Dings da für den Container hinten drauf, der abgekippt werden kann. Das sind dann die Seitenteile, würde ich mal vermuten. Und wahrscheinlich auch ein bisschen was vom Führerhaus. Hier geht in Richtung Tür, kommt aber von der Größe her auch wohl eher ans Führerhaus. Wir haben hier noch kleinere. Das könnten dann eher Türen oder sowas sein. Mal schauen, was da genau draus wird. Ja, hier das Ganze. Ja, vielleicht kennt ihr es schon, alle, die Technik bauen, kennt es vielleicht schon. Für mich ist es jetzt eben, wie gesagt, komplettes Neuland. Viele Technikstangen, abgewinkelte Teile. Ich hatte das ja schon mal so ein paar Sachen bei den Rückziehautos, die wir von Lego aufgebaut haben früher in diesem Jahr. Ja, so, gucken wir uns mal den doch recht witzigen Teiltrenner an. Ja, hier hinten hat er einen großen Abhebelmechanismus und hier das Übliche, was man kennt, um Pins und so weiter rauszudrücken und hier ganz normal, um Steine zu lösen. Ah ja, auch mal was anderes. Liegt vielleicht auch ein bisschen besser in der Hand, gerade für die größeren Hände wie meine. So, legen wir den mal nicht zu weit weg. Dann hier die Fernbedienung. Ich kenne jetzt so genau den Unterschied zwischen diesen und der Fernbedienung, die zum Beispiel bei dem Offroader dabei ist, nicht wirklich. Da fehlt mir die Expertise. Ich habe mir das vor kurzem schon mal kurz sagen lassen, habe es aber echt wieder vergessen. Deswegen schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, klärt mich da auf, was da jetzt eigentlich genau der Unterschied ist. Was man hier halt jetzt eben im Endeffekt hat, man steuert, so wie ich das sehe, hier nur diesen großen Motorblock an. Wenn man beim Offroader ja zum Beispiel einzelne Motoren hat, die man ansteuern kann. Vielleicht ist da der Zusammenhang. Also man kann hier lenken und fahren, mehr ist nicht. Was heißt mehr, ist ja schon einiges. Ja, dafür kostet das Set eben auch 45 Euro. Da es jetzt nicht so viele Funktionalitäten und technische Finessen wie zum Beispiel der Offroader bietet. Aber ich bin davon sicher oder ich bin davon überzeugt, dass das Set sehr gut bei unseren Jungs ankommen wird. Denn abkippen ist immer der Wahnsinn und dann auch noch zwischendurch mit Fernbedienung durch die Gegend fahren. So, leider, ich hatte gehofft, es wären keine, aber sie sind dabei, die Aufkleber. Ja, mal gucken, wie da die Qualität ist. Sind auf jeden Fall transparent, wenn ich das richtig sehe. Oh, ja, müssen sind sie, genau, weil die werden auf das Grau und auf das Blau dann irgendwie drauf gemacht. So, dann haben wir hier den Batterieblock. Der ist dann für den Motor. Der wird dann hier rüber angeschlossen. Hier ist das USB-Ladegerät oder Kabel vielmehr. Einen Adapter muss man sich selber zulegen. Hat ja eigentlich fast jeder zu Hause. Ansonsten findet man die auch ganz günstig im Laden oder eben bei bekannten Online-Versandhändlern. Einfach zusammen, ich schließe das gleich an und lasse die dann mal aufladen. Fernbedienung, kommen zwei AA-Batterien rein, 1,5 Volt. Die sind nicht dabei, die müsst ihr euch selber zulegen. Natürlich empfiehlt sich hier dann auch Akkus, wobei die in der Fernsteuerung ja meistens nicht so schnell leer gehen wie dann beim Motor selbst. So, das dazu. Haben wir noch irgendwas außer der Anleitung? Nein, ich glaube, ich habe nichts übersehen. So, gucken wir uns nochmal die Anleitung an. Hier ist das gute Stück. So, es wird jetzt hier ein bisschen schwierig mit dem Licht. Ich habe gerade in der kurzen Überblendung mal versucht, hier das einigermaßen mit dem Lichtverhältnis hinzubekommen. Es ist halt jetzt echt das Herbstgrau und Grau und man merkt mal wieder, dass uns das richtige Studio fehlt. Ich versuche jetzt einfach mal hier mit so möglichst wenig Reflexionen wie nur irgendwie, ja, wie es geht, hinzukommen, um euch einen kurzen Einblick in die Anleitung zu geben. Im Endeffekt ist es das, was man so jetzt wahrscheinlich von den Technikanleitungen her so generell kennt.
Es wird gezeigt, was man alles jetzt im ersten Abschnitt baut. Die Tüten sind nach Abschnitten nicht sortiert gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder ich habe jetzt alles hingekippt, aber ich habe die Tüten so, ja, ich habe das jetzt nicht alles vermischt, sonst komme ich nachher noch ganz durcheinander. Auf jeden Fall, man bekommt angezeigt, welche Teile man zu suchen hat, wie sie zusammengebaut werden und auch welche Größen man dann entsprechend benötigt. Und ja, im Endeffekt, hier ist jetzt der Motorteil, das ist ein schlechtes Beispiel, aber man sieht ja hier, dass das, hier haben sie es halt jetzt hellgrau dargestellt, damit man weiß, dass man das jetzt dran baut, aber wie man jetzt hier sieht, ist der Motorteil dann ebenfalls hellgrau, damit man halt sieht, welche anderen Teile man dazu baut. Also im Endeffekt ist es auch diese Ausgrauungstechnik, ja, das, was man alles gebaut hat, schon hell machen. In dem Fall fand ich es jetzt echt gut, dass, wo man was Schwarzes verbaut, dass das dann umgekehrt angezeigt wurde. Ja, und hier ist es manchmal dann auch wieder ein bisschen, doch wieder schwarz. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz genau, warum. Aber da komme ich bestimmt hinter, wenn ich das Ganze dann aufbaue. Ich hoffe, ich verbaue mich nicht zu oft, denn Technik wieder auseinanderbauen. Ja, mal schauen. So, ja, also alles in allem scheint es hier recht übersichtlich zu sein. Ein bisschen klein vom Format her, so auf den ersten Blick. Hätte meinem Geschmack nach jetzt ein bisschen größer sein können. Oh, ihr seht schon kaum noch was hier wegen den ganzen Reflexionen. Okay, ja, also ich berichte dann zwischendurch nochmal von der Anleitung und dem Aufbau. Und dann würde ich sagen, ich schließe die Batterien jetzt an und dann geht's los. Hier wird es nämlich schon wieder dunkel. Bis gleich. Ich habe jetzt in den ersten 5 Bauschritten vielmehr hier so ein bisschen den vorderen Bereich von dem Kipplaster gebaut. Hier sieht man die Lampen, das sind 2 Aufkleber. Der eine ging jetzt ein bisschen schwer rauszulösen, aber an und für sich ist das in Ordnung. Dann haben wir hier 2 Trans Yellow Teile, Technikteile. Hatte ich jetzt, ja, keine Ahnung, gibt es bestimmt auch schon für mich neu. Und ansonsten, ja, alles Pins, Technikteile, wie man sieht, schön zusammengesteckt, sehr stabil, klar, so wie es sich für Technik gehört. Ich bin jetzt nicht der Experte von den Techniksteinen, aber die hier machen auf mich bisher einen sehr guten Eindruck. Also als Laie habe ich jetzt keinen Unterschied zum Marktführer feststellen können bisher. So, das gute Stück kommt jetzt hier. Na, nicht so, so rum, einfach da dran und schon haben wir den ersten Teil fertig. Die Batterien laden gerade auf, der Stecker, der blinkt dann und ich denke mal, er wird dann kontinuierlich leuchten oder ausgehen, dann wenn es fertig ist. Wir sehen uns dann nach den nächsten Bauschritten. Bis Bauschritt 12 einschließlich gebaut, ja, sind jetzt hier Technikstangen, Pins, ein paar Winkelelemente und so ein paar Spezialteile hier. Das sieht so ein bisschen nach Ladefläche aus, hätte ich jetzt gesagt, aber da das unten dran kommt, ist das dann eher Boden von dem Kipplaster. Das Ganze kommt jetzt, ich lege es mal hier auf die Reifen, so. Kommt jetzt hier dran, hier hinten einmal und hier vorne. So. Was mir auffällt, ist, dass die Pins teilweise ein bisschen schwer reingehen. Also da muss man manchmal ein bisschen mehr drücken, als ich das jetzt erwartet hätte. Kann aber auch sein, dass das für Technik normal ist. Also wie gesagt, ich kenne mich da ja jetzt nicht so aus. Aber hier gehen sie manchmal ein bisschen schwer rein, sodass man doch mal nachdrücken muss. So, das ist jetzt dann der eine Teil vom Boden. Gucken wir mal, wie es dann gleich weitergeht. Wird man das wahrscheinlich nochmal bauen dürfen. Hier hinten ist noch auf der Rückseite das dazugekommen. Das waren dann auch einfach hier die Technikstangen aufeinander gestapelt mit den Pins befestigt. Bumm. Genau. So, dann geht es jetzt weiter mit Bauschritt 14. Und da sind wir auch wieder und wie ihr euch es vielleicht schon gedacht habt und jetzt seht ihr es auch nochmal, Sascha hat Unsinn erzählt, denn das hier wird der Aufbau mit dann eben Ladefläche und Kippbehälter, Container, denn hier unten ist der Boden, das da Boden. So,
Hier sieht man, Radkästen sind gebaut. Das sind dann hier diese schönen Winkelelemente. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Teile noch nicht so gut kennt, welche man genau verwenden muss. Da muss man dann doch mal nachzählen. Ansonsten ist das hier alles eben über die Pins super stabil, wie es sich für Technik dann auch gehört. Ich finde es da immer ganz interessant, da ich absolut nicht weiß, was ich da baue, wie es dann am Schluss aussieht und dann doch eben irgendwie passt und gescheit was hermacht. Ne? Und hier sind jetzt die roten Böbel, die werden dann irgendwann später reingedrückt, wenn dann wahrscheinlich noch irgendwie was dazwischen kommt. Das hatte ich jetzt schon mal bei anderen Sets. Ich habe ja den Millennium Falcon aufgebaut oder angefangen aufzubauen. Da war diese Technik mit diesen, ja, man hat dann später nochmal was zum Reindrücken und Befestigen auch dabei. Gut, ja, also wie gesagt, die Pins etwas schwierig, ansonsten alles qualitativ sehr hochwertig. Anleitung könnte nach wie vor ein bisschen größer sein. Ja, es ist einfach jetzt ein bisschen anstrengender, aber es liegt auch mit daran, dass ich eben Technik absolut nicht gewöhnt bin. Aber das wird sich ja dann auch in Zukunft ein bisschen ändern. So, dann wird jetzt hier der Bereich gebaut, also quasi das, was ich euch vorhin gezeigt habe, jetzt dann nochmal hier dran gebaut und dann kommt da wahrscheinlich auch die Außenverkleidung mit dazu. Und dann sehen wir uns, wenn das dann fertig ist. So, und damit haben wir auch tatsächlich, wie angekündigt, die Radkästen und hier den Bereich der Auflage fertig gemacht. Ist im Endeffekt genau der gleiche Aufbau oder man baut genau das gleiche. In der Anleitung ist es teilweise zumindest hier eben dieses längere Teil dann etwas anders vom Aufbau her, sodass man nicht identisch zweimal das gleiche gebaut hat. Und es sind ja auch zwischendurch noch andere Schritte dabei gewesen oder dazwischen gewesen. Deswegen kommt da keine Langeweile auf. Ja, was jetzt hier noch dazu gekommen ist, hier haben wir das Teil in der Mitte und ihr seht es schon, hier ist dann die Drehfunktion, um dann das Ganze abzukippen. Damit ist dann jetzt der Bauabschnitt A fertig und jetzt geht es mit Bauabschnitt B weiter. Das wird dann das Führerhaus hier vorne. Dann sehen wir uns nach den nächsten paar Bauschritten. Vorderen Bereich vom Führerhaus haben wir gebaut. Ihr seht die üblichen Technikstangen. Hier sind diese Seitenelemente, die ich unter anderem als Türen vermutet habe, möglicherweise zumindest dran. Hier sind die Aufkleber. Man sieht, dass die transparent sind. Dadurch sieht man aber gegebenenfalls auch Fingerabdrücke. Muss man also ein bisschen vorsichtig sein beim Auftragen. Sie lassen sich auch die hier etwas schwer rauslösen. Ansonsten ist das noch in Ordnung. So, ja, hier steht das Ganze nochmal von der Rückseite. Da ist das Lenkrad dran. Das kann man dann auch noch ein bisschen drehen. Ja, kleine Spielerei. Halt, ja, Lenkrad muss halt schon sein, sonst wird es ein bisschen blöd aussehen. Genau, ansonsten muss ich an der Stelle mal noch erwähnen, dass ich dankbar bin, dass in der Anleitung quasi auf jeder Seite, wo man sich irgendwelche besonderen, unterschiedlich langen Teile vor allen Dingen halt raussuchen muss, eben 9er Stangen, 12er, 13er, 11er, was auch immer, dass da auf jeder Seite unten irgendwo zu finden ist zum Nachmessen. Muss man nicht immer nachzählen. So langsam kriege ich auch ein Gefühl dafür, wie lang die sind und welche ich dann nehmen muss, aber trotzdem. Gut, dass es dabei ist. So, was noch mal erwähnenswert ist, auch an der Stelle, die Pins gehen nicht nur schwer rein. Manchmal, wenn man sich verbaut und die dann wieder abbaut, dann brechen die so ein bisschen auseinander. Ich hoffe, es sind jetzt genug Pins dabei. Mir sind jetzt zwei bisher kaputt gegangen. Ja, also ich meine mich zu erinnern, dass das allgemein noch ein kleines Problem von Kader ist und ich denke mal, dass sie da noch nachbessern werden. So, ja, also sieht gut aus, das legen wir jetzt erstmal beiseite und jetzt kommt der Seitenbereich dann auch von dem Führerhaus. So, dann zeige ich euch gerade mal hier den Seitenbereich, ja, auch alles Technikstangen überwiegend, ein paar Winkelteile und hier haben wir dann noch die Sitze, ja, sind auch die ganzen Winkelelemente und über die Pins das zusammen gemacht. Alles jetzt wahrscheinlich nichts allzu Besonderes für Technikexperten. Und jetzt kommt das zusammen. Gucken wir mal, dass wir das hier andersrum machen. Und zwar kommt der Sitz, drücken wir den mal ein bisschen dran, so, da dran. So.
Jetzt haben wir also quasi schon mal den Teil hier fertig oder halt vorbereitet. Ja. Jetzt, wo die Anleitung herkommt, hier oben Dach drauf und dann kommt die andere Seite dran. So, also momentan kann man sie noch bewegen, aber das wird ja dann entsprechend auch noch fixiert werden. Ja, ist ein großes Abenteuer für mich, es erfordert sehr viel Konzentration, ist aber interessant, macht doch irgendwo ein Stück weit Spaß. Ich könnte mich dran gewöhnen, denke ich mal. Allzu oft muss es nicht sein, aber so zwischendurch mal ein bisschen Technik. Und ich bin trotzdem ja auch noch nach wie vor gespannt, wie schön das dann Ganze fährt. Und dann nachher zu sehen, wie die Jungs fleißig am Abkippen sind. Okay, also wie gesagt, Dach und andere Seitenteil packen wir jetzt da noch dran. Vielleicht zeige ich euch das Dach zwischendrin nochmal, bevor es dann dran ist. Und dann sehen wir uns eben, genau, zwischendrin und immer wieder. So, ihr seht, das Führerhaus nimmt langsam Gestalt an. Hier an der Seite ist im Endeffekt genau das gleiche, baugleich wie auf der anderen Seite dran gekommen. Aufbau und Anleitung ein bisschen anders, dadurch wird es nicht langweilig. Das Dach haben wir hier. Ja, das ist hier eins der Spezialteile und hier und genauso hier so dieses abgewinkelte Teil. Hier schief ist schick, mein Aufkleber, Kader, ja, schwarz, habe ich dran gemacht, sieht man sofort. Hier die Teile sind so ein bisschen qualitativ minderwertiger dahingehend, dass sie so ein bisschen Kratzer aufweisen. Weiß jetzt nicht, ob das durch den Transport gekommen ist, was da los ist, ja, merkt man eben. Ansonsten, ja, Stecken, Bauen, Stecken, Stangen, Steine, Pins, Steine, hätte ich jetzt schon fast gesagt, ja, Techniksteine. Ja. Ja, ist eine Erfahrung für sich, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen bisher. Gut, dann baue ich das Führerhaus jetzt mal fertig, da kommen jetzt dann hier noch vorne die Bereiche dran. Es wird auch seitengleich sein, also nicht so besonders spektakulär. Und dann sehen wir uns, bevor wir das dann auf das gute Stück hier unten drauf packen. Da ist das Führerhaus. Riesengroß ist es, ganz klar. So, was haben wir noch dazu bekommen? Jetzt habe ich einiges gebaut. Also hier sind auf jeden Fall die Verbindungen vom Dach und von unten dazu gekommen. Da ist dann hier auch der Seitenspiegel. Der ist jetzt ein bisschen beweglicher als gedacht. Hier sind die Türen. Lassen Sie sich auf und zu machen. Da ist ein Aufkleber drauf, quasi der Türgriff zum Aufmachen der Tür. Das Ganze auf der anderen Seite baugleich. Genauso wie hier hinten dann noch die Seitenteile. Das Ganze ist dann hier vorne im Endeffekt das Führerhaus nur über zwei Pins drauf, denn man kann es ja aufklappen. Und dann sieht das Ganze so aus. Hier ist die Halterung zum Aufklappen und da muss man im Endeffekt nur darauf achten, das wird dann hier fixiert, dass das so entsprechend ist. Und dann kann man das auf und zu machen. So, was dann dazu kommt, finde ich jetzt ein bisschen überflüssig, wird auch für die Jungs auf jeden Fall dann nicht verwendet werden, sind dann hier Sicherungen. Die kann man jetzt reindrücken auf beiden Seiten und dann kann man das nicht mehr auf und zu klappen. Aber das ist jetzt halt auch nichts, was irgendwie super leichtgängig auf und zu gehen würde. Also zumindest jetzt in unserem Fall, wo die Jungs das regelmäßig bespielen möchten und von der Fingerfertigkeit jetzt hier noch nicht so dran kommen bzw. Schwierigkeiten haben werden, die rauszuziehen, werden wir die offen lassen bzw. abmachen. Dann stören die auch nicht. Ja, ich habe gesehen, es gibt hier auch die, sind dann zum Fixieren der Abladevorrichtung. Das braucht man, denke ich, auch nicht. Ja. Hat man auch wieder ein bisschen weniger Rot. So, ja, so sieht das gute Stück aus. Führerhaus fertig. Jetzt kommt hier hinten die Ladefläche. Der ganze Container, der da drauf kommt. Und der kann dann entsprechend abgekippt werden. Ich habe jetzt ungefähr ja, 2,5 Stunden gebaut, würde ich mal sagen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. In der Zwischenzeit ist der Akku, das Akku-Pack fertig geladen. Habe ich schon reingemacht. Ich habe die Fernbedienung auch schon mal mit Batterien versorgt, dass wir dann, wenn das Ganze fertig ist, auch direkt loslegen können. Gut, dann lege ich mal los oder mache vielmehr weiter. Ich bin mit der Ladefläche bzw. der Containerfläche beschäftigt. Hier sind diese Platten-Spezialteile, die ich euch, glaube ich, am Anfang gezeigt habe. Ich weiß nicht mehr, aber hier sind sie. Das sind die Teile. Und ja, Technikstangen und Pins und die Winkelelemente hier im Endeffekt. Mehr ist das nicht. Geht jetzt einfach und zügig zusammenzubauen. So viele Teile liegen hier auch tatsächlich nicht mehr rum. Das heißt, wir sind bald fertig. Hier unten vermute ich mal, das ist dann die Festmachvorrichtung für den Abkippmechanismus.
Genau, ja. Passt alles soweit unverändert und wir sehen uns in Kürze. So, Seitenteile ist dran gekommen, sind im Endeffekt auch alles die gleichen Teile, die ich euch schon gezeigt habe. Wird alles schön aufeinander gesteckt und dann passt das. Hier die Aufkleber, da habe ich mir jetzt wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben, dass die einigermaßen gut drauf sind, dass man hier auch den Übergang hat. Ja, genau, mehr ist das nicht. Haben wir hinten noch die Auskipplade, Luke, Klappe, wie auch immer. Da ist auch ein Aufkleber drauf mit der Set-Nummer nochmal. Darf natürlich nicht fehlen. Hier noch so ein paar Streifen und Rücklichter. Und das gute Stück wird dann hier eingehängt. Und dann sieht man schon, das ist hier leichtgängig. Also das wird dann auch gut aufgehen, wenn da die Ladung rausrutscht. Genau, dann kommt jetzt noch die andere Seite. Und dann kommt das auch schon oben drauf auf den Laster. Bis gleich. Da haben wir die andere Seite. Die Seiten sollte man dann vielleicht vertauschen. Das ist jetzt eben Truck Dump. Ja, statt Dump Truck, da sind die Aufkleber halt quasi die gleichen. Aber es liest sich jetzt anders. Kann man andersrum setzen, dann hat man halt hier nicht die schwarzen Verbindungslinien nebeneinander, sondern eben dann hier das schwarze Teil. Also die einfach umsetzen. Dann haben wir hinten die Ladeluke jetzt ja fertig dran. Da sind jetzt auch noch Sicherungen dran, also auch so ein bisschen Funktionalität noch zusätzlich. Man dreht die jetzt einfach hier um 90 Grad und dann geht das auch entsprechend auf. Muss man hier ein bisschen einstellen. Ja, also ist die Sicherung, ja gut, die sind jetzt zwar nett, aber wären jetzt nicht wirklich notwendig gewesen. Und wenn unsere Jungs da mitspielen, wird das eh nicht gesichert sein. Also ja, nettes Detail, aber eigentlich überflüssig. Ja, dann packe ich den jetzt mal da oben drauf, auf das gute Stück hier. Die Räder kommen dann noch dran und dann geht die Action los. So, da ist das gute Stück. Ich habe den Container drauf gemacht. Der wird hier an der Stelle, wird er dann einfach nochmal mit einer Technikstange reinfixiert. Und wie ihr vielleicht seht, ich habe hier die ganzen roten Fixierungen abgemacht, weil die brauchen wir eh nicht. Ich habe mich wohl doch irgendwie so ein bisschen verbaut, weil der Container, der geht nicht ganz runter. Aber hier hinten haben wir auch eine Feder rum. Das finde ich ziemlich cool. Ja, so schaut er aus. Und ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt mal ganz kurz auf dem Tisch Probe fahren. Und wenn dann nachher die Jungs und Daniela wieder da sind, dann sehen wir das Ganze nochmal richtig in Action. Fernbedienung hat dann hier oben auch noch so Technikstecker zum Lenken. Aufgeladen ist alles, hier sind Batterien drin. Und schon geht's los. Die Lenkung, hört man schon, ist laut. Und jetzt so auf dem kleinen Tisch, muss ich schon sagen, der hat mehr Speed drauf, als ich das erwartet hätte. Also ist gut, wird den Jungs auf jeden Fall Spaß machen. Wobei ich mal gespannt bin, was der Noah davon hält, weil der ist eher immer so ein bisschen skeptisch, was so technische Dinge, die mehr oder weniger von alleine fahren, angeht. Gut, ja, also wir gucken uns dann nochmal das Ganze ein bisschen mehr Action an, auch wenn es dann nochmal beladen ist mit dem Abkippen und so weiter, wie das funktioniert. Und dann sehen wir uns auch zum Familienfazit. Der Kipplaster ist beladen und wir düsen durch die Gegend. Guck, ob die Kamera hinterherkommt. Also das funktioniert wunderbar. Geschwindigkeit ist auch in Ordnung, vielleicht kommt er wieder. Wendekreis. Ja, rückwärts. Dann verliert er die Ladung. Wo wir gerade bei Ladung sind, können wir die auch mal abkippen. Die klappt nochmal zu. Also auch das funktioniert wunderbar. Schön leichtgängig. So, es liegt alles im Weg. Dann versuchen wir mal hier vorbei zu kommen. So, über die Ente drüber, nehmen wir sie mit. So, also. Vom Fahrverhalten her macht es sehr, sehr, sehr viel Spaß. Da werden die Jungs auf jeden Fall ordentlich Freude dran haben. Gute Fahrt!
Wir haben unsere Testfahrt beendet. Die Jungs lassen uns kurzen Moment Zeit für das Familienfazit. Dann beeilen wir uns ein wenig, damit die Fahrt gleich weitergehen kann. Wer möchte zuerst? Der Leon mal wieder. Leon, ich bin fast der Meinung, ich müsste nicht fragen, ich mach's trotzdem. Gefällt dir der Kipplaster? Ja. Die Augen sind immer noch ganz, ganz groß. Gibt es was, was dir besonders gut gefällt? Das. Alles. Fahren mit der Fernsteuerung und das Kippen. Ja, also es ist. Auch. Es ist und das vorne, das Häuschen zum Kippen auch und. Und der Hebel und die Räder und die Fernsteuerung selber. Alles. Alles, genau. Alles erwähnt und nochmal alles gesagt. Wie ich erwartet habe, während des Aufbaus schon ein absolutes Highlight für die Kids. Schon mal für den Leon haben wir es ja gerade gehört. Einen Daumen noch dazu, Leon. Der Daumen nach oben. Danke. Und lieber Noah, was hältst du von diesem Kipplaster? Gefällt er dir? Ja. Ja. Er hat ein bisschen damit auch probiert zu fahren, ist jetzt in seiner Altersklasse noch nicht ganz so einfach, das zu koordinieren, aber er hat es schon sehr gut gemacht und ein bisschen Übung mehr und dann wird das auch was in den nächsten Wochen. Hast du Spaß beim Abkippen, Aufladen? Ja, sie sind dann auch immer abwechselnd durch die Gegend gefahren und einer durfte dann immer abkippen. Klar, der Leon ist dann öfter gefahren, aber damit konnten sie auch sehr schön zusammen spielen oder können sie auch sehr schön zusammen spielen. Ja. Möchtest du einen Daumen abgeben, Noah? Und was für einen Daumen? Er gibt den neutralen Daumen und lacht sich dabei ins Fäustchen. Ich weiß jetzt... Ich glaube, er weiß, er findet es lustiger, dass wir verdutzt gucken. Weiß nicht, was er tut. Ich wage mich jetzt mal, den Daumen nach oben zu korrigieren, so wie der hier lacht. Das müsstet ihr sehen. Gut, vielen Dank, du Kichererbse. Gute Frau, was hältst du von der Technik? Ja, über den Aufbau kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Ich kann es wirklich ja nur beurteilen, wie es jetzt hier vor mir steht. Es gibt eine Kleinigkeit, die ich so ein bisschen vermisse, das ist der Boden im Fahrerhäuschen. Also da ist unterhalb von den Sitzen ist irgendwie eher wie bei einem Freefall Tower oder so, dass die Beine so ein bisschen ins Leere hängen. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich mir tatsächlich nochmal so ein bisschen einen Boden wünschen würde. Ansonsten ist es wirklich richtig toll. Also es ist schön gebaut, es sieht richtig gut aus, es wurde an alles gedacht, egal Rückspiegel und Co. Auch das Abkippen funktioniert wirklich wunderbar, auch eben mit der Klappe hinten wurde richtig gut dran gedacht. Ich durfte zwischendrin tatsächlich auch mal ganz kurz selber fahren, es steuert sich auch gut, es macht wirklich Spaß. Von daher gibt es von mir einen Daumen nach oben, die Aufkleber musste ich heute sogar auch nicht aufbringen. Ja, ich denke mal, das ist das Einzige, was man vielleicht sonst auch noch tatsächlich, ja natürlich wünschenswerterweise immer sagen kann. Aufkleber sind einfach nicht so schön, wie wenn was bedruckt ist. Aber ja, trotzdem, wie schon gesagt, der Daumen nach oben für mich. Dankeschön. Viel Spaß mit deinem nächsten Kaderset. Genau. Ich habe den Aufbau überlebt. Es wird bestimmt noch mal das ein oder andere Kaderset geben. Nur Technik, ja, ist nach wie vor nicht meins. Es ist in Ordnung. Auch als Einstiegsmodell war es jetzt für mich ganz angenehm zum Bauen. Mit gut 3-4 Stunden habe ich jetzt gebraucht. Jemand, der erfahren ist, braucht wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Fahrzeit sind auch so 1,5 bis 2 Stunden, also ungefähr auch die Ladezeit. Das passt, also hier hat man jede Menge Spaß. Das hier ein bisschen was manuell zu betätigen, das ist auch gut. Ich finde das dann ganz gut, wenn die Kinder dann eben auch ein bisschen, ja, nicht nur vollautomatisiert quasi dran müssen, mitspielen können. Und so konnten sie sich eben auch perfekt abwechseln bzw. zusammenspielen. Also von daher zum Hinstellen für Technikfans, ein bisschen rumfahren, super geeignet, auch für Kinder, wenn es aufgebaut ist. Also unser 4-4,5-Jähriger schafft das wunderbar. Da es Technik ist, ist es auch stabiler. Das heißt, auch der Noah
konnte da jetzt nicht wirklich was kaputt machen, von daher tippitoppi, Daumen nach oben. Ich bin trotzdem froh, dass ich das mal hinter mir habe. So, genau. Und die werden jetzt hier schon ungeduldig, sie wollen gleich wieder loslegen. Und dann beenden wir das Video mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es irgendwelche Anmerkungen, Wünsche, Fragen etc. zu diesem Modell oder auch generell zu dem Technikaufbau-Video gibt, dann schreibt es einfach mal unter das Video. Ihr wisst, es ist mein erstes Video dieser Art oder für Teile dieser Art gewesen. Von daher ein bisschen nachsehen, aber immer Kritik konstruktiver Art willkommen. Genau, also hinterlasst gerne den Daumen nach oben und jetzt bloß schnell raus hier. Genau, abonniert uns auch gerne, so viel noch hinten dran. Den Rest kennt ihr, Glocke anschalten, damit ihr den Reminder bekommt. Und jetzt geht's wieder ab an die Fernsteuerung. Genau. Bis dann. Tschüss.